Aber Oder gar gerade nicht einen weil ihr Augenzwinkern, eure sondern Schiedsrichter Muslim ist, kann man den ja noch rausholen. ich weiß nicht, woher du hast, auf welche Religion ich habe, weil Ex-Muslim hat damit angefangen, mich als Muslime hier in diesem Stream darzustellen. Und ich, vielleicht, weil er mich auch kennt aus einem einen oder anderen Stream, aber ihr seid ja auch selber sehr voreingenommen. Ja, bist du jetzt Also ein ihr könnt Muslim sehr oder gut nicht? austeilen, aber Kritik einstecken ist Ja, echt ist ja kein schwierig. Und Problem. Bist du kein ein guter Muslim? Charakterzug. Ist kein guter Charakterzug, bin ich auch, Alhamdulillah. Ja, also hast du gerade deinen Propheten als negativ beurteilt. Aber das ist doch zwischen mir und meinem Prophet selber. Ja, Ja, dann bist du aber des gut, du hast ja Todes. alle Öffentlichkeit ihn als negativ betitelt. Sehr schön. Ja, dann musst du getötet werden. okay, töte mich, Ja, TikTok-Sport, ich ich doch nehme nicht, deine deinen eigenen Glaubensgeschwister in deinem Glaubensgeschwister. In einem Scharia-Staat wird Glaubensgeschwister. Dann dein schickt Kopf deine kürzer. Kreuzritter. Ich verstehe nicht. Ich weiß nicht, worauf ich hinaus will. Ich mit euch über versuche ich vernünftig zu reden über den Teufel, seine Arbeit, und der Teufel ist Ja, glücklich, aber wir glauben, dass Allah der Teufel ist. Wir wenn die glauben, Leute dass sich Allah und sein gegenseitig. Bruch das Guck mal, warum lässt du Manifest mich des jetzt Teufels ist. ausreden? Wovor habt ihr Angst vor meinen Worten? Warum Ach du unterbricht ihr meine. mich jedes Mal? Es ist Komm, der. ich gehe jetzt schlafen, ich kann nicht mehr. Wir haben halb Ja, elf, ich muss morgen Abend geh. chillen, ich kann Aber nicht mehr. Der hat geh mit wenigstens Gott. was gelernt. Geh mit Ja, ich Gott, bin schlaf auch gut. raus. Gottes Segen. Danke, Danny, ne, für die Dings, dass du Ja. mich hier kurz liegen lassen hast. Und wenn du so Das Illuminati-Gespräche war machst, sicher. Bruder, ich bin dabei, weil ich habe Dings, Ist ne, mich auch. durcheinander geredet. Tschüss, Amir, gute Nacht. Gute Tschüss. Nacht, schlaf gut. Ciao. Du auch. Leute, Gottes Segen, ich gehe schlafen, ihr Und wundervoll. Ja, Gottes Segen. Ja, gute Nacht, Armin, ja. alles klar, mein Lieber. Gott segne Mögest dich. du Belohnung bekommen von Pamela, ne? Mögest du Berge aus Honig bekommen, Bleib Berge doch aus ein bisschen. Diamanten, Ich bin lieb, ich bin lieb. 72 Ich bin lieb. Frauen. 2 Minuten. Bleib Wie bisschen, findest du bisschen. Ich denn bin lieb, so den ehrlich. Stream? Da kommt mein größter Fan. Dein Da größter kommt mein Feind, meinst du? größter Fan. Dein größter Feind, meinst du? Danny, warte mal, bevor wir reden, ganz kurz. Danny, guck mal, du lädst mich jedes Mal ein, jedes Mal willst du, dass ich reinkomme und dann kickst du mich. Wenn du mich noch einmal Mein kickst, komme ich nicht größter mehr rein. Fanboy ist da. Mein Sekunde größter mal, warte mal ganz Fanboy. kurz. Loka, ja, ich Amir, wollte tu dich mir mal den was Gefallen, fragen. eine Ja, Sekunde. Loka. Sag doch einfach, Eine sag doch Sekunde. einfach, dass du mich so Warum? sehr liebst. Warum? Das kann doch Eine nicht Frage wahr habe ich sein. an dich, Joker. Loka. Danny, guck mal, du lädst mich immer und immer wieder ein. Du Sag willst, dass doch ich endlich, reinkomme, dass dann du komme mich ich über und alles du kickst liebst. mich. Wenn du mich Ja, weil nochmal du kickst, dazwischen komme ich nicht mehr. redest. Du redest dazwischen, deswegen muss ich Ich dir habe immer nicht wieder. dazwischen geredet. Ich habe gesagt, ich höre euch nicht. Die wollten mit mir reden, alle haben durcheinander geredet. Ich habe Nein, du gesagt, hast ich höre euch dazwischen nicht. geredet. Wie gesagt, Danny, wenn du Joker! mich nochmal kickst, komme ich nicht. Fertig. Joker! Ich komme nicht mehr. Joker, warum machst du jedes Mal das Bild von Amir? Hast du verstanden, was ich Warum gesagt habe? druckst du dir nicht so ein Poster von ihm aus, so ein riesiges Beruf 5-Meter-Poster Hast du mit gehört, was ich dir Gesicht? gesagt habe? Nochmal, Joker. Hast du gehört, was ich dir gesagt habe? Ich hab's gehört, aber warum machst du jedes Leute, Mal das gut, wenn du Bild? mich gehört Leute, hast, ich ist gehe gut. raus. Ich Guck kann nicht mehr mal, kurz schlafen gehen. Ich bin bleib fix und ganz kurz. fertig. Ich wollte dir eine Sache sagen. Danach kannst du gehen. Nichts Schlimmes. Nichts Schlimmes. Ich sag nichts Schlimmes. Wenn Ja, ich was Schlimmes sage, beeil dich, brauchst du mein nie wieder mit mir Prophet. reden. Ja, Guck beeil mal. dich, was willst du sagen, mein Fanboy? Okay, ich beeile mich, Ami. Ich beeile Ja, so mich. bist du Guck mal. wirklich. So bist du Guck wirklich. mal, ganz kurz. Dann bist du lachst doch zum Beispiel immer wegen irgendwelchen Steinen. Du sagst zum Beispiel, Muslime küssen Steine und so, ne? Richtig? Ja, was willst du jetzt sagen, Joker? Willst du mit mir über Was? Fingernägel lackieren sprechen oder was? Wie Nein, ich man die sag dir was Fußnägel sogar. lackiert? Warum müsst ihr Kohle küssen, damit eure Sünden vergeben werden? Das wollte ich dich fragen. Kohle? Ja, warum müsst ihr Kohle küssen, damit eure Sünden vergeben werden? Was meinst du mit Kohle? Erzähl ich dir Und der sofort. meint Reza, da weißt du diese Stelle das? aus Jesaja, der meint diese Stelle, wo ein Ja. Engel, also Kohle nimmt und Kein den Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Und Kein den Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Und Kein Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Und Kein Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Und Kein Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Und Kein Engel. Mund des Kein Engel. Propheten berührt. Kein Engel. Der Letzte, Kohle? der mit solchen Warte Fragen um mal, die Ecke Kohle ist kommt. doch Gestein oder nicht? Irre ich mich? Jesaja 6, Vers 5 bis 7. Da sagte ich, Mein weh Lieber, wo mir. sagt, mein Hey, Lieber, guck mal, unterbrich mich nicht bei der Bibel. Ich lass lese mich die nicht Bibel. ausflippen über Digga, dich. ich Da, guck lese mal, die Bibel. für Ich solche zitiere Leute wie aus dich der habe ich keine Bibel. Geduld. Da ist mein Bruder sehr geduldiger als ich. Okay, Mein dann geh. Lieber Gott, guck mal, mein Lieber, Was? hör mal zu. Ich zitiere aus der Gott Bibel, in du der unterbrichst mich, Bibel, Digga.
Ja, Gott in der Bibel ruft uns niemals zum Götzendienst auf. Aber Uman hat gesehen, wie Mohammed diesen Götzendienst Darf ich das praktiziert lesen? und hat es nur gemacht, weil Mohammed es getan hat. Ich Und lese ein es dir Stein kann vor. keine Sünden aufsaugen. Raffst du das Steht nicht? hier. Steht hier in Das Jesaja kann doch 6. nicht wahr sein. Das kann doch einfach nicht mehr wahr sein. Ja, ich lese dir vor, dann hör zu. Dann gucken wir, was du dazu sagst. Kann nicht Da wahr sein. sagte ich, wehe mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Und meine Augen haben den König, den Herrn der Herrscher, gesehen. Da flog einer der Seraphim zu mir und hatte eine glühende Kohle in der Hand, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und er berührte meinen Mund und sprach, siehe, dies hat deine Lippen berührt, so ist deine Schuld von dir genommen und deine Sünde ist gesühnt. Und jetzt, Ja. Amira, steht in Und deiner das heißt, Bibel. dass wir das jetzt machen sollen, dass wir einen Steht in der Stein küssen Bibel. sollen. Das heißt jetzt, dass der Jesus Christus uns allen befohlen hat. Ja, siehst du, wie dämlich du bist. Und Steht hier daran merkt drin. man, Der wie dämliche bist behämmert du du. Du eigentlich im meintest Kopf die bist. Bibel. Und dass man Du für solche meintest die Menschen Bibel, Digga. überhaupt keinerlei Esa, so warum Raum leugnet dein geben Bruder die sollte. Bibel? Wie fertig muss ein Wie Mensch kann nur er die sein? Schrift haben? Das ist Gottes Wort, Digga. Wie Wie kannst du das fertig kann leugnen? ein Mensch nur sein? Wie kannst du die Bibel leugnen? Ist das zu Jeder. fassen? Guckt euch den bitte an. Jeder, Geh doch der einfach der Bibel, hör Nagellack, zu, bitte Joker, guck jeder, mal, der dieser Schrift geh doch etwas einfach hinzufügt, Nagellack den nehmen. werden alle Joker, Plagen der Bibel geh mal heimsuchen. Guck bitte mal, einfach ich Nagellack ermahne nehmen dich und über eine die Bibel. Nägel Ich lackieren. Das kannst ermahne du doch am dich, guck mal, besten. ich ermahne dich mit der Bibel, jeder, der dieser Das kannst Schrift du doch etwas am besten. Was suchst du hinzufügt, denn in der Theologie? Ich verstehe jeder, das guck nicht. mal, jeder, der Was dieser ist das Schrift doch überhaupt gar etwas nicht dein hinzufügt, Thema? Dein Thema ja, ist so Nagellack bitte, lackieren geh und aus der schlechte Bibel. Mixer reißen. Er hat Angst vor der Bibel, Digga. Er Aber hat das Angst kann vor doch der nicht Bibel. wahr sein. Ich zitiere aus der Bibel, Digga, lass mich doch ausreden. Das kann doch nicht wahr sein. Du beziehst Hast du also Angst vor das, der Bibel? du beziehst also so eine Stelle auf das, dass wir sowas praktizieren müssen, dass wir um einen schwarzen Stein rumlaufen müssen, wie ihr das so macht, und dorthin zu Steht hier laufen drin. und uns droht zu trampeln. Guck mal, was der sagt, der steht hier. Jesaja Habt ihr 6, einen blöderen Jesaja Menschen 6. wie den kennengelernt, Leute? Habt ihr was Ich habe Dümmeres gerade als das vorgelesen, gehört? Digga. Ich habe doch gerade vorgelesen. Ist das ein fertiger Typ? Das kann doch nicht mehr wahr sein. Also du leugnest diese Stelle in der Bibel. Okay. Wenn du leugnest, dann okay. Ich leugne überhaupt nichts, Einfach aber nur Worte. was hat das denn mit dem Glauben an den Herrn Jesus Christus zu tun, um dass wir einfach irgendwie nach Mekka reisen sollten, nach deiner Die Vorstellung, und Bibel. einen siebenmal einen Stein umrunden, um einen Stein zu küssen? Du sprichst mich an. Ich rede über die Bibel, du redest Und über dieser Mekka. Stein kann unsere Sünden aufsaugen. Was ist das bitte, Mann? Ein Kohlestück sorgt deine Sünden auf. Ein Kohlestück. Jesaja 6, Digga. Ein Kohlestück. Kohle ist Gestein, mein Freund. Oh mein Gott, das kann doch Ja. nicht mehr wahr Oh sein. Das shit. ist doch Game nicht mehr over. normal. Was Hol für, Reza. Hol das ist Reza. doch nicht mehr Hol normal. Reza. Das guckt euch das bitte an. Gute Nacht. Gute Das Nacht. ist Hol den, Reza. der will uns Christen damit sagen, der will uns Christen damit Ja. sagen, dass wir Ja. jetzt nach Mekka pilgern sollen und einen Nein. schwarzen Stein Habe ich das küssen, weil gesagt? in Jesaja Habe ich das ein gesagt? Engel kam, der jemanden eine Kohle auf Habe ich den Mund das gelegt gesagt? hat und den geküsst hat. Habe ich das Guckt euch das gesagt? bitte an. Du bitte nicht, Ja, du du willst ja bitte deinen geh nicht nach Götzen, Mekka. du Du willst ja bitte, deinen du Götzen, du kannst willst ja Mekka gar deinen, nicht du rein, willst Digga. ja, Du du bist willst ja Feige. deinen Götzendienst sozusagen hier rechtfertigen, Es steht in richtig? der Bibel, was verstehst du nicht? Jesaja 6, Vers 5, Digga, es steht in der Bibel. Du willst also deinen Der versteht das Götzendienst nicht. hier, Er du raffst versteht. das nicht. Du raffst Hey, das nicht. was, sag du mir, was steht hier drin? Erklär mir, was hier drin steht. Du erklär mir, lies du vor, schlag auf, Ja, schlag deine Bibel auf, du liest. du bist doch der Theologe. Du bist Okay, doch der mein Freund, ich habe keine Hardcore-Theologe Ahnung, hier. schlag Nein, die du bist, Bibel auf, du liest. du bist der Theologe hier. Kannst Du du uns bist der bitte Jesaja 6, Vers Nagellack-Theologe? 5 lesen? Nein, so wie du meinem Bruder versucht Warum? hast, alles zu erklären ohne Geist, du erklärst uns jetzt, Okay. was alles damit gemeint ist. Jetzt blamier dich Okay, wieder. brauche ich den Heiligen Jetzt Geist, um die blamier. Bibel zu lesen? Nicht, Joker, um zu lesen, wie blöd der Joker. ist, der Du Typ. willst das erklärt Der haben? sagt Brauche schon, ich den wieder Heiligen lesen? wir sagen verstehen und der sagt lesen. Guck dir den Dummkopf Brauche an. ich Tut den mir leid. Heiligen Geist, um die Bibel zu verstehen? Genau, um zu Joker, verstehen, Joker, nicht zu Joker, lass lesen. mich umswitchen. Wir bleiben bei Jesaja 6. Wir Was denn bleiben bei jetzt? Jesaja 6, Vers 6. Warte, brauche ich ja oder nein? Brauche ich den Heiligen Nein, Geist, um nein, zu nein, wir verstehen, ja bleiben oder noch bei nein? Jesaja 6, Vers 6. Nein, Du ich bin kamst bei damit an, Ami. war die Herr Ami hat Antwort. mich was für Du hast angefragt. gefragt. Guck mal, Du wieso hast kommst du gefragt, dazwischen? ich Ami hat antworte das dich. gesagt. Hast du Angst Hallo, um die Antwort? beruhige Er dich, soll mir antworten, nicht du. Er soll mir Nein, 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 antworten. beruhige dich, mein Antworte. kleiner Ami, Nagellack, jetzt Mann. antworte Du du hast mir, gefragt und bitte. ich antworte. Heißt du Joker. Ami? Ey, wer hat denn hier reingelassen? Heißt du Hallo. Ami? Joker, du Joker, hast aber du Angst um die bist ja nicht Antwort, das wa? Thema, Sir. Rede nicht mit mir, ich rede mit Ami, Digga. Hast du mehr Nein, nein, Ahnung nein, als Joker. Ami? Hast du Ich mehr will Ahnung als Ami mir? dir Das seinen erklären, sonst würde ich Götzendienst das ja nicht durchdrücken. Ne? verstehen. Du musst Hast du erstmal. mehr Ahnung Joker, du als hast Ami? gefragt, Ich will dir jetzt Jesaja 6, ich Vers hab 6 dich nicht auslegen. gefragt, ich hab Übertöne Ami die gefragt. Leute, Ey. verführe nicht, ich antworte dir.
Ist kein Problem. Ihr seid. Nein, hör mal zu, Joker. Ey, Guck Digga, mal, du stimmt nicht hattest mit dem auch Jungen? letztes Geh mal Jahr raus, wieder Digga. nicht. Geh mal raus, wieder Digga. nicht Geh mal ruhe. bitte Es ist raus. aber kein Geh mal Problem. Bitte Geh raus. mit ihm die Antworten. Ne? Guck Nein, mal, nein, ich nein, mal Joker. auf. Guck mal, tu mir den Gefallen, geh raus. Ich möchte mit Armin oder Resa reden. Ich Nein, möchte mit Joker, Resa du reden. wolltest Geh die da raus. Überlegung hören, jetzt hör doch zu. Joker, du musst die biblischen Ey, verstehst Begriffe, du nicht, die dass ich mit Hör dir. doch Guck mal, zu, was Paulus, da ich rede nicht du mit dir. nimmst einen Vers raus, wahllos, Paulus, und sagst einfach, kannst du das wäre Deutsch? so wie Mekka, Steine und Steine Paulus, küssen. kannst du Nein, Deutsch? hör doch Ich rede zu. nicht mit dir. Prophet Jesaja, Paulus, hat kannst du eine Deutsch? Vision Ich gehabt. rede Nein, nicht mit hör zu, dir. Joker. Prophet Paulus, guck Jesaja mal, ich hat höre dir eine nicht zu, ich will Vision. dich nicht hören. Paulus, ich will nicht hören, was du mir wieder sagst. Angst Ich rede hat. nicht mit Prophet dir. Jesaja hat Okay, eine jetzt geh Vision, raus. lächerlich der Geh sich, jetzt und raus, der Digga. Herr Lächerlich. hat ihm das Ist das eine Paulus, kannst du bitte Konversation, raus, Mann? Hör doch zu, Joker. Hast du jetzt Kannst Angst du vor bitte Jesus? rausgehen, Digga? Guck mal, wie du Hast du Angst hast vor die Antwort. Geh doch Guck mal, einfach nicht raus. alle Menschen sind allwissend, aber ich habe jetzt, Geh ich doch will dir eine einfach Antwort raus, geben. Digga. Guck mal, geh doch Hast du einfach Angst, raus, du dass du widerlegt wirst? Ja, Hast du jetzt geh Angst, dass das raus. nicht Ja, deine ich These erwarte dich. Geh raus. widerspricht? Ja, jetzt geh raus, Digga. Wahnsinn, wie diese Angst, ne? Joker, du hast mich doch Paulus, mal ja, herausgefordert. Ich okay, habe das doch jetzt geh gesehen. Du raus. hast doch gesagt, komm hoch, Digga, geh doch hoch, einfach Mario, raus, ey, das Digga. stimmt Das jetzt ist echt tragisch. heftig. Ich Wie widerleg kann man dich diesen hier. Ich Geh bin doch hier, einfach Joker, raus ernst hier. nehmen. Wie kann man diesen Der will Vers nehmen unbedingt und hier dabei sein. Der will unsere, unbedingt hier auf dabei sein. Unseren Nein, Glauben nein, 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 ich Ich wollte bin einmal nicht ganz dabei. kurz Du hast Werbung eine machen. Lüge gestellt Ey, mit Leute, deiner Leute, Sex. Leute. Ich muss ja einmal Werbung machen. Es ist jetzt reicht jetzt einmal. Es ist jetzt reicht Jawohl, jetzt. jawohl. Zeig dir mal. Du bist so ein kranker Typ, ey. Du bist so kaputt in deinem Kopf, ey. After kommt sie. So ein kaputter Teufel. After kommt sie. We made Weihnachten and Easter. Hab ich dir mal. Ekelhaft, ey. Guck dir das mal an. Das ist ein Das ist das allerletzte, der allerletzte neue Regeln. Seitdem feiern wir Weihnachten. Das an. Joker, Joker, das du wolltest so jetzt Jesaja 6 Vers 7. Ich antworte dir, du hast doch den Du sollst mir nicht antworten, heißt du arm hier? Das heißt ist du arm hier? Du willst doch eine Antwort Ich will keine unfassbar. Antwort von dir. Nein, 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 du bist doch vom Bescheid, wenn ich die Antwort. Nein, du hast mir widerwärtig. Lass dich wie ein Clown und sagen, ich bin Moslem. Wie lange will der noch hier bleiben? Wie lange bleibt er noch jetzt? Ich will dir nur antworten und dann gehe ich wieder, damit du keine falsche Ich will Thesen keine aufbringst. Antwort von dir. Warte, oder warte, Wie lange willst du noch bleiben? Warte. Oh ja, Bad Girl. Oh yes. Warte, mir. Was ist das? Warte, ganz kurz. Was ist das? Wie fertig bist du? Wie fertig? Wie fertig kann ein Mensch nur sein? Guckst du keine Bitte, Filme? Ich will nur, dass du sagst, Hamdullah, Gott Filme? sei Dank, sagst du, Hamdullah, du bist Moslem. Hamdulillah Moslem, jawohl. Hamdullah, natürlich. Hamdulillah Moslem, da? das Filme? ist das Allerschlimmste. Warte, du ganz bist kurz. so fertig, Junge, du bist so ja. fix und fertig. Ey. Ah, du nicht. Du nicht. bist so fix und fertig, Nagellack, also Nagellack auf küsse, damit meine Sünden vergeben werden. Nagellack auf Füße, wie so ein... Dann küsse ich glühende Kohle. Guck mal, ich nehme ein bisschen glühende Kohle. Ich richte mich nach hey, der Bibel. Du hast glühende Kohle Mensch, erwähnt, glühende Kohle, ich küsse. Ich glühende Kohle doch erwähnt. Ne, jetzt antworte ich dir drauf, was da wirklich verstehen ist. Geh raus, Digga. Du störst, hey, ich kann nicht reden wegen dir. Joker, geh raus. Oder Digga, geh doch einfach raus. Okay, geh einfach raus. Danny, reicht. Ich gehe einfach raus. Ich gehe einfach raus. Kannst du bitte gehen? Joker, hast du Angst? Joker, darf ich ja, was sagen? Ja, hab ich jetzt. Geh. Wird's bald? Wie lange noch? Das ja, ich will noch einmal Jesaja 6, Vers 6 einmal ja, kurz erklären, dann gehen. Alter, verstehst du es nicht? Joker, sei doch mal kurz ruhig, Sucuk, bitte. Hey, sei doch mal einmal ruhig. Jungs, entweder soll er gehen oder ich gehe. Ich wollte mit euch reden, jetzt kommt ein Dritter ja, dazu. Ist doch nicht schlimm, wir führen doch alle eine Konversation. Ja, Was hast schlimm, du, warum flippst du denn so ich aus? Ich möchte mit euch reden, ich möchte nicht mit ja, Paulus Taktik reden. Ist doch kein Problem, beruhig dich doch ist mal. Ist der Apostel Paulus? Merkt beruhige ihr? Dich. Paulus? Beruhige dich doch. Was flippst du denn so aus? Merkt ihr, dass er hier reinkommt und möchte nicht mit ihm reden? Es geht ihm gar nicht im Islam, der will einfach nur das Wort Gottes. Es geht mir auch nicht um Islam, es geht mir um Nein, Christentum. Guten Morgen. Das Wort Gottes versprochen. Morgen, das es geht das mir um ist die das Bibel. Einzige, was du willst. Joker, ja, möchtest du morgen, Bewusstsein jetzt was lernen oder was ist los mit dir? Ich möchte euch was fragen, aber ich komme nicht ja, dazu, weil er möchtest du ruhig steht. Sein und lernen oder was willst du hier machen? Was ist deine ich? Intention? Ja, dann hör doch zu, wenn du mich was fragst. Hör doch zu. Ja, du hörst ja nicht zu, wenn man dir antwortet. Guck mal, Amir, ein Vorschlag. Wie wär's, wenn Paulus und du, ihr beiden geht und ich rede mit Resa? Ja, mein Bruder kann Nein, doch da antworten, wieso? Wir sind alle ich kann ruhig. Doch antworten.
Habt ihr Angst, Digga? Ich bin allein hier. Das hat doch nichts mit Angst zu tun. Aber unser Glaube hat doch nichts mit Götzendienst zu tun. Wisst ihr, was das war, oder was? Ja, Joker, dann lass mich doch antworten und dann sollst du gut den Tisch machen. Ich bin allein hier. Ich bin allein hier. Guck mal, ich wollte nur den Joker. Ich wollte nur einmal die Tatsache stellen. Alle können stumm machen. Ja, macht euch stumm. Joker, soll ich wieder Werbung machen, Joker? Nein, auch damit, Danny. Kann ich jetzt irgendwann mal reden oder spielen wir hier? Stell deine Frage mit Jesaja 6. Stell bitte. Gott sei Dank. Gott sei Dank, Alter. Können wir endlich weitermachen? Guck mal, Reza. Ich habe was rausgesucht für dich. Ja? Mein Thema ist sowieso mit Reza. Wenn ihr nicht wollt, geht, Digga. Gestern hast du mir etwas gesagt, Reza. Du hast gesagt, in Johannes 3, Vers 5 geht es nicht um die Taufe. Gibt es im Christentum jetzt keine, brauchen wir keine Taufe? Die Taufe ist symbolisch. Markus 16, Vers 16 sagt der Herr Jesus, wer glaubt und getauft wird, wird er gerettet werden. Aber wer nicht glaubt, wird verdammt werden. Das heißt, der Herr Jesus lässt dann die Taufe für die Heilssicherheit weg. Das heißt, die Wassertaufe ist nicht heils... Aber du verstehst das ja nicht, wenn ich das erkläre. Ich verstehe das. Erzähl weiter, ja. Doch. Und die Taufe mit dem Heiligen Geist, die ist heilsnotwendig. Die musst du haben. Du musst mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und das ist, das sagt ja der Johannes in Matthäus 3, der nach mir kommt, also der Herr Jesus, ist stärker als ich. Ich taufe euch nur mit Wasser, aber er, der nach mir kommt, wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. So, das heißt also, Taufe mit Wasser ist, hat keine Wirkung. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die ist. Habe ich dort gerade die Matthäus 3? Matthäus 3, ich sag dir, wo das steht. Matthäus 3, Vers 11. Und da steht was anderes, wie was du gerade gesagt hast. Apostelgeschichte, Joker. Kapitel 8, Vers 14, 17. Warte mal, was hast du gegeben? Apostelgeschichte, Markus Kapitel 8, 16, Vers 14, Vers 16, 17. Was sagt der Herr Jesus? Warte mal, Paulus. Den Heiligen Geist. Ja, warte mal kurz. Der Herr Jesus sagt, ich wiederhole es noch einmal, aber wenn du mir nicht zuhörst und die Dinge nicht notierst und das ich habe den Vers hier, ich wollte ihn dir selber erzählen und da steht was anderes, wie was du gerade gesagt hast. Okay, wie geht das? Warum erzählst du was Matthäus anderes? Dies Matthäus 3, was Johannes ich lese dir Matthäus 3, Vers 11. Ich taufe euch mit Wasser zur Buße. Der aber nach mir kommt, ist stärker als ich und ich bin nicht wert, ihm die Schuhe zu tragen. Der wird euch mit dem Heiligen Geist und mit Feuer taufen. Was habe ich da heute gesagt? Und was verstehst du drunter? Ja. Steht hier jetzt, man braucht keine Taufe mehr? Oh, lies mal Apostelgeschichte, Kapitel 8. Lies mal Johannes 3. Der kann gar nicht zuhören. Lies mal Johannes 3. Du bist nicht aufnahmefähig, Mann. Du bist überhaupt nicht aufnahmefähig, Mann. Darf ich reden, Digga? Lies mal Johannes 3, Vers 5. Das kann doch nicht wahr sein. Es steht geschrieben, Johannes 3, Vers 5. Wie ist das, dass du überhaupt nicht zuhören kannst? Verdammt nochmal, Alter. Alle drei, alle vier auf einmal. Ich habe nicht mal zu Ende gerade mit mir gesprochen. Ja, mit dir rede ich, genau. Und aber die unterbrechen. Was steht in Matthäus 3? Die Taufe mit dem Heiligen Geist ist notwendig. Jetzt bin ich dran, okay. Und dann sagst du, da steht doch was ganz anderes da. Habe ich verstanden. Du hast gesagt, man braucht keine Wassertaufe mehr. Das steht hier nicht. Steht nicht. Apostelgeschichte, Kapitel 8, Vers 14 bis 17. Joker, reden wir hier, bitte. Hör mal, immer dazwischen zu reden, Digga. Hast du Angst, dass jemand jetzt auf einmal... Hör auf zu nerven, guck mal, jetzt fängst du wieder an. Rede ist dasselbe wie mit dir zu reden. Reza, okay, wenn wir nicht reden, dann gehe ich raus, Digga, habe ich auch keinen Bock. Ich dachte, man kann ja, hier reden denn? Mit dir. Wenn du mich doch was fragst und ich antworte dir, du merkst dir das nicht, was ich dir sage, was hat das für einen Sinn? Ich habe deine Antwort zur Kenntnis genommen und jetzt antworte ich dir mit einem Gegenvers. Darf ich? Ja oder nein? Also muss man mit dem Heiligen Geist getauft werden, richtig? Das ist wichtig. Hier steht nicht, dass du das musst. Wie? Hier steht nicht, dass du hast gesagt, man braucht keine Wassertaufe. Das steht hier nicht, Reza. Steht jetzt? Doch, dass derjenige, der nach mir kommt, also Jesus Christus, ist stärker als ich und er wird euch mit dem Heiligen Geist oder Feuer taufen. Feuer ist ein Sinnbild der Hölle. Das heißt also, wenn du nicht mit dem Heiligen Geist getauft wirst, wirst du in die höllische Feuer geschmissen. Das heißt, die Geistestaufe mit dem Heiligen Geist ist rettend, ist notwendig, ist heilsnotwendig. Darf ich jetzt endlich zitieren? Johannes 3, Vers 5. Ja. Es ist eine Wiedergeburt durch Wasser und im Geiste notwendig, mein Lieber. Okay, was heißt für dich Wasser? Was heißt für dich Wasser?
Blut, das Blut des Herrn Jesus Christus. Wasser, Alle, nein, hör mir nein. zu, Joker, hör mir Blut, zu. Nein, Joker, du hör auf mit mir zu reden, bist du doof, Alter, verstehst du mich nicht? Schrei nicht. Schrei ja, hey, Hamir, könnt ihr ihm mal das sagen, dass er raus soll? Du darfst nicht schreien, du musst dich beruhigen. Ja, aber ich habe keinen Bock, jedes Mal ihm das erneut zu sagen, dass ich nicht mit ihm reden will. Muss nein, ich wollte einmal mit ihm reden. Ich weiß, ob du ihm leicht gesagt hast, oh, Pavios, aber das muss man doch mal verstehen, Digga. Er redet Gott, immer noch. Beruhige dich, ich reg mich ja, auch okay, über dich Hamira, auf. Ja, ich bin ruhig, aber er soll das mal verstehen, dass ich nicht mit ihm rede. So, Joke, du musst dir bitte von allen Leuten etwas sagen. Amira, versteh mich bitte. Ich rede mit Reza. Joke, hast du etwa Angst? Hast du Angst vor mir? Sei ehrlich. Digga, sag mal, hast du eine Behinderung oder so? Ehrlich, hast du eine Behinderung? So, Joke. Joker, bitte. Hast du etwa Angst vor der Wahrheit? Sei mir ehrlich. Bist du irgendwie gehandicapt? Mal. Joker, was steht in Johannes 3, Vers 5? Reza, guck mal, ich kann. Gestern haben wir. Wann war das? Gestern? Vorgestern? Wir haben ein tolles Gespräch gehabt. Ehrlich, ich fand's geil. Und jetzt wird nur gestört. Ich sag dir ehrlich, Reza, das macht keinen Spaß. Mach weiter. Johannes 3, Vers 5. Ich schwöre, das hat Spaß. Guck mal, bei Gott, ich hatte richtig Spaß. Ich habe sogar gesagt, Respekt, Reza, du hast meinen größten Respekt verdient. Habe ich das gesagt? Ja. Und jetzt guck mal, wie das heute abläuft. Ja, okay, okay, weiter geht's im Programm. Ja. Also, ja, war bei mir auch. Johannes 3, Vers 5, was wolltest du sagen? Ich möchte gerne aus Johannes 3, Vers 5 genau zwei Bedingungen für den Heiligen Geist. Erstens Wiedergeburt im Geiste, zweitens Wiedergeburt durch Wasser. Was stellt für dich die Wiedergeburt durch Wasser dar? Ja, da muss man Epheser 5, Vers 26 aufschlagen, habe ich dir gestern gesagt. Ich hab dir auch vorgelesen, aber du konntest das wieder nicht aufnehmen. Also lesen wir nochmal, Epheser 5, Vers 26. Was hat mein Bruder dir beigebracht? Dieses Wasserbad im Wort, die Taufe mit dem Wasser nach Johannes 3, Vers 5 zu bedeuten hat. Epheser 5, 26. Okay, und was habe ich dir darauf geantwortet? Ich habe gesagt, eure Geistlichen sind sich einig, plus die Bibelexegese sagen alle, damit ist Taufe gemeint. Joker, bitte, das ist doch nicht normal. Du meinst die Katholiken, aber ich habe dir doch gesagt, dass die Katholiken nicht wiedergeboren sind. Sie haben keine Ahnung von der Bibel, die Auslegung. Okay. Und dann deswegen komme ich zu meiner... Um ein kleines Beispiel zu machen. Okay. Du bist ja sunnitischer Muslim, sagen wir mal, ja? Und dann würde ich zur Exegese von Ahmadiyya gehen und sagen, ja hier, guck mal Joker, würdest du nicht auf die Idee kommen und sagen, Ahmadiyya ist eine Sekte? Ja. Aber du weißt ja nicht, was für Exegese ich gelesen habe. Nur mal als Beispiel, hypothetisch gesehen, würde ich eine Exegese von irgendeiner anderen Sekte nehmen und dann würdest du sagen, ey, warte mal, die können aber falsch liegen. Die Bibel legt sich ja mit sich selbst aus und der Heilige Geist ist ja der Lehrer, der uns in alle Wahrheiten führt. Richtig? Du hast recht. Du richtig, aber du kommst doch selber mit schiitischen Quellen ständig. Nein, das stimmt nicht. Ich meine, ich gehe zu Schiiten mit schiitischen Quellen und gehe zu Sunnis mit sunnitischen Quellen. Erzähl doch nicht so einen Quatsch, Mann. Du bist nicht aufnahmefähig, Mann. Das ist dein großes Problem, Sujuk. Ich habe das sehr oft gesehen. Du schneidest dir alles zurecht. Du bist schon ein sehr, sehr katastrophaler Clown, Mann, ehrlich. Amir, du denkst, wir gucken deine Quellen nicht nach. Nerv jetzt nicht. Hör meinem Bruder zu. Er redet doch gar nicht. Ja, dann Reza, du kannst jetzt wieder weiterreden. Entschuldigung. Er redet doch gar nicht. Also hast du Epheser 5, Vers 26 aufgeschlagen, um zu Nein, verstehen, Nein, ich nehme das so hin, was ich glaube dir. Ich nehme das so hin. Und jetzt bin ich schon beim nächsten. Okay, ich habe das so akzeptiert. Ich nehme das mal so hin. Gut, aber das führt mich zu meiner nächsten Frage. Du sagst ja, das ist hier, was hast du gesagt? Das ist katholisch, dies, das, die Exegese, die ich hatte, ne, ist nicht gültig, die war nicht wiedergeboren, hast du gesagt, richtig? Ja. Okay, das führt mich zu meinem nächsten Thema. Wir haben doch letztens vom Konzil geredet, weißt du noch? Ja. Waren die denn evangelisch? Die Konzile? Die Bischöfe dort? Die Bischöfe waren weder evangelisch noch katholisch, das waren einfach irgendwelche Bischöfe von irgendwelchen Gemeinden, ja. Aufseher. Genau. Denkst du, sie haben den Heiligen Geist gehabt? Kann ich dir nicht mit Sicherheit sagen, weil das außerbiblische Quellen sind. Die kann man nicht vertrauen. Sehr gut gesagt, weil letztes Mal hast du mir gesagt, der Heilige Geist hat dazu geführt, dass Sachen kanonisiert wurden und Sehr Sachen gut. nicht kanonisiert wurden. Jetzt auf einmal sagst du, kann ich dir nicht sagen. Oh, interessant. Doch, du hast mir die falsche Frage gestellt. Du musst mir präzise Fragen stellen, dann antworte ich dir präzise. Der Heilige Geist hat Menschen benutzt, du hast wieder alles vergessen. Der Heilige Geist hat Menschen benutzt, um die Bibel zu kanonisieren. Nach Jeremia 1, Vers 12 wacht Gott über sein Wort. Nicht Menschen. Das heißt, der Herr kann auch Menschen benutzen, die nicht den Heiligen Geist haben, um sein Wort zu bewahren. Ach so. Ach so. Also muss man doch nicht den Heiligen Geist haben.
Ja, du siehst ja, dass der Allah nicht fähig war, sein Wort zu bewahren. Nicht für die Kanonisierung. Ne? Nicht für die Kanonisierung. Nicht für die, sonst brauche ich immer den Heiligen Geist, nur für die Kanonisierung. Ich habe sie auch erklärt, warum diese ganzen Leute, die katholische Kirche, die diese Bibelkanon so übernommen hat, zum Beispiel auch die Apokryphen mit reingenommen hat. Und die Apokryphen sind zum größten Teil gnostischen Inhalts und haben sogar Okkultismus und Zauberei und Hexerei in sich. Okay, du hast den Heiligen Geist, oder, Reza? Ja. Okay, ich nehme an, Amir auch. Amen. Ja. Inshallah. Dann gucken wir mal, was Markus 16, Vers 15 sagt. Inshallah. Jetzt bin ich gespannt. Ja, googelst du deine ganzen Sachen, Joker? Du bist so ein richtiger Google-Clown, ne? Habibi, ich google nicht. Ich hab was machst du denn da? Ich habe was auf dem Kasten im Gegensatz zu dir. Ja, auch. Ich weiß, Joker, du hast noch niemals einen Koran gelesen, geschweige denn die Bibel, Joker. Um dich nicht zu unterbrechen, ich würde dich nicht ungern unterbrechen, aber ich weiß, dass du morgen wieder hinkommst und dieselben Fragen stellst von heute und letzte Woche. Das sind doch andere Fragen, das die hast du noch nie gehört. Diese Frage hast du noch nie gehört. Hör gut zu jetzt. Ja, aber du hast schon wieder alles wiederholt, was wir besprochen haben. Das heißt also, das kommt doch noch gar nicht bei dir an. Ich habe doch noch gar nicht die Frage gestellt. Hör zu. Ich habe gesagt, habt ihr den Heiligen Geist? Habe ich noch nie gefragt. Erstes Mal gefragt. Ja. Ihr habt gesagt ja. Und jetzt geht es weiter im Text. Ganz neues Thema. Mein Bruder hat gerade zu dir gesagt, du kommst mit dem gleichen Zeugs, was du gestern, vorgestern mit ihm besprochen hast. Kommst du heute wieder und machst wieder diese Wiederholung. Du bist nicht aufnahmefähig. Das ist ein Wunder, das ist ein Phänomen bei dir. Amir, wir haben da gestern nicht drüber gesprochen. Lass mich endlich lesen, Digga. Du hast doch vor ein paar Tagen mit meinem Bruder darüber gesprochen. Er hat es dir erklärt, Mann. Lass mich doch endlich lesen. Hierüber haben wir nicht geredet. Bruder Danny. Hörst du mich? Ja. Er ist doch eingeweiht, der Typ. Joker. Was ist mit Markus 16, 15? Ja, er ist eingeweiht. Lass ihn mal kurz aussprechen. Das ist ein Ehrenmann. Guck, er will wissen, was ich zu sagen habe. Danke, Reza. So, also, ihr habt gesagt, ihr habt den Heiligen Geist. Okay, danke. Und jetzt Markus 16, 15. Und er sprach zu ihnen, geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Wer da glaubt und getauft wird, hier geht es übrigens wieder um Taufe, welch Zufall, der wird selig werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verdammt werden. Die Zeichen aber, die Folgen werden denen, die da glauben, sind diese. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben. Aufpassen. In neuen Zungen reden, Schlangen mit den Händen hochheben und wenn sie etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Könnt ihr einmal eine Runde jetzt Gift für mich trinken? Ich würde gerne sehen, ob euch was passiert oder nicht. Ihr habt ja den Heiligen Geist. Ich kann euch nicht hören, ihr redet durcheinander. Eine Frage, könnt ihr jetzt Gift trinken, ja oder nein? Hier steht, ihr könnt Gift trinken, euch passiert nichts. Diese Wunder und Zeichen waren heilsgeschichtlich limitiert. Das waren die Zeit der Zeichen und Wunder, wo die Apostel auch gelebt haben. Und dieses Zeitalter der Wunder und Zeichen haben aufgehört nach 1. Korinther 13. Sehe ich nicht, hier steht sowas nicht. Hier steht, wenn du getauft bist, wenn du den Heiligen Geist hast, kannst du Schlangen mit der Hand erwürgen oder so, kannst du Gift aber trinken. Aber diese heilsgeschichtliche Wunder und Zeichen haben aufgehört. Wer sagt das? 1. Korinther Kapitel 13 sagt das. Wort Gottes sagt das. Achso, ihr habt keine Spezialfähigkeiten mehr oder was? 1. Korinther, Korinther 13. Warte mal, Bruder André. Joker, schlag mal auf, 1. Korinther 13. Echt, soll ich das jetzt lesen? Ja, okay. Ja. Soll ich runtergehen, Bruder? Nein, du wolltest den Joker was fragen, weil der Joker ist ja involviert, das weißt du ja. Ja, Joker, deine ganzen Spielereien hier, ich kann mir das nicht mehr anhören. Ja, alles aufgedeckt, ja. Erzähl doch mal jetzt, in welche Freimaurerloge du wartet mal, lass mich mal bitte ganz kurz mal was sagen. Das ist ja der Wahnsinn. Du hast gerade, du hast gerade erwähnt, dass wir zum Beispiel jetzt auf Schlangen treten können und Gift trinken können, uns passiert dann nichts, ne? Steht in der Bibel. Genau, und mein Bruder hat dir erklärt, dass das heilsgeschichtliche Relevanz hat, weil das ist ja für die Apostel und alles Mögliche. Und diese sind ja nach 1. Korinther, haben die ja dann irgendwann mal auch aufgehört, ne, mit dem letzten Apostel. Und jetzt pass mal auf, was dein Prophet sagt in Sahih al-Bukhari 5779. Und das möchte ich, dass du das machst. Und hier steht wo steht das? Ich sage es dir.
Hier, steht guck das? Mal. Sahih al-Bukhari, 5779. Das Gleiche können wir dich jetzt auch fragen. Guck mal, guck mal hier. Saying, whoever takes seven Ajwa dates in the morning will not affected by magic or poison on that day. Also ich möchte, dass du Gift trinkst, aber am Morgen so eine Ajwa-Dattel und dann mal gucken, ob dieses Gift wirkt oder nicht. Wir sind ja noch in der Bibel, oder nicht? Ich habe keine Antwort bekommen. Ja, und Sahih al-Bukhari ist doch dem Koran gleichgestellt. Ich kann mich etwas fragen, ohne mir zu antworten. Ja, aber ich möchte gerne, dass du Gift trinkst. Das interessiert dir nicht. Das interessiert dir nicht. Hast du gar keine Ahnung vom Islam? Dann trink doch mal bitte das ein bisschen Gift. Das erinnert mich an dein Video mit Seht ihr, wie der Ablenker. Richtige Ablenker. Das erinnert mich an dein Video mit Abu Naji, Digga. Weißt du, was das bedeutet? Guck mal, was der Mann sieht. Guck mal. Seht ihr dieses beschissene blöde Lachen? Warum legst du es da ab, Joker, sag mal? Okay, eine Frage. Seht ihr, wie unangenehm das ihm ist? Seht ihr das? Seht ihr, was für ein Clown das ist? Der Typ, ein Riesenclown ist das. Bruder, beleidigen? Darfst du beleidigen? Du bist doch ein Clown. Aber darfst du beleidigen? Hä, du verkleidest dich als Clown. Nicht, wenn du selber siehst, dich wie ein Clown verhältst. Du hast doch Clown-Fotos im Hintergrund. Auch wenn, darfst du beleidigen? Was steht hier? Wenn du Clown beleidigst, darfst du doch sagen, ist das eine Beleidigung. Okay, Matthäus 5, Vers 44. Dort sagt Jesus höchstpersönlich. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, das eine die hat euch doch mit dem anderen nichts zu tun, Joker. Du sagst, dass es eine Beleidigung ist und das steht und du siehst doch da dein Bild. Du verkleidest dich als Clown. Nein, ich find's cool, aber ihr versucht das negativ, deswegen erzähle ich euch hier was. Matthäus 5, Vers 38. Wenn dich jemand auf die rechte Backe schlägt, nicht wahr sein. Wie ihm die andere. Merkst du, wie unangenehm dir das war, dass das Gleiche auch in deine Quellen sich befindet, dass Mohammed sagt, du kannst sieben Ajwa-Datteln am Morgen essen und dir wird kein Magie oder Gift dir was antun. Mach das doch mal. Machst du das? Mach das doch mal. Willst du dann Gift trinken? Ich werde dir richtig brutales Gift geben und dann werden wir das sehen. Okay, und ich mache wie in Hesekiel 4, mache ich dir Brot auf Kacke. Kannst du essen? Mal kommt der mir mit, das ist doch nicht normal. Das kann ich doch Welcher Geist leitet das eigentlich, Joker? Vers 25, ich mache dir schön Kackebrot. Kannst du essen, Kackebrot. Was ist eigentlich mit den Mr. Kitan? Wie gut kennst du ihn eigentlich? Also, ich kenne ihn über TikTok. Er ist ein ganz lieber Typ. Und guck mal, ich finde, du bist eigentlich, ne, Danny, dich mag ich am meisten hier von den Missionaren. Das habe ich dir mehrmals gesagt. Hör zu. Vorhin hast du gesagt, dass du mich mehr liebst als den. Jetzt auf einmal gehst du fremd. Ja, und vorhin hast du auch gesagt, dass du mich mehr liebst als alle anderen. Joker, warte, ich muss wieder Werbung machen. Das ist ein Sujuk, ey. Warte, ich will weitererzählen, ja. Ihr habt wieder reingekackt. Nein, Walla, warte, ihr habt reingekackt. Es geht nicht so. Ich komme heute zu nichts. Ja, das bringt nichts, mit so einem zu reden. Also, der möchte nicht lernen. Aber ich habe jetzt einen resistent. Der ist resistent für sowas, merkst du? Er ist einfach resistent. Der nimmt Verse raus und sagt dann einfach, weißt du warum? So. Wegen den Datteln. Leute, guckt euch das mal an, was er hier macht. Was ist das, Joker? Warum machst du das? Das ist schon hart, ne? Das ist wirklich peinlich. Meine Beinhaare, wonach sieht das denn aus? Das ist so peinlich, ne? Das ist so heftig. Ich feiere Weihnachten mit meinen Christen. Was ist das Problem? Wie kann ein Muslim dich überhaupt Bruder nennen? Das ist das Allerschlimmste, wenn ein Muslim dich Bruder nennt und mit dir abhängt. Das ist so krass. Der kriegt ja die doppelte Sünde da drauf. Ja, okay, aber dich nennen sie Schwester, das ist ja schlimmer. Ja, aber das Problem ist, ein Muslim darf ja überhaupt nicht mit dir abhängen. Du hast eine Haftstrafe verdient eigentlich. Ja. Pass auf, ich habe eine Frage. Merkt ihr, ihr Lieben, er weiß ganz genau, dass er nach Scharia umgebracht werden muss. Wollen wir jetzt weiterreden, ja oder nein? Habt ihr gesehen? Er muss eigentlich getötet werden, der Typ. Hey, Doko, du musst es so weit reden. Warte. Ich muss getötet werden? Ja, natürlich musst du getötet werden. Ein Muslim, der sich als Clown verkleidet, ist ein Käfer. Du bist ein Käfer. Du bist ein Käfer. Ein ganz großer Käfer bist du. Und du gehörst deine Religion wird dich töten. Ganz einfach. Von links nach rechts wird der Kopf abgetrennt. Was ist das Urteil für Unzucht, laut Bibel? Für Unzucht?
wenn du unehelichen Geschlechtsverkehr hast. Ja, im alten wenn Israel wirst du gesteinigt. Dann musst du aus der Gemeinde ausgeschlossen werden. Erzähl richtig. Stopp. Ihr müsst richtig erzählen. Das Urteil ist, wenn du unehelichen Sex hast, nicht nur steinigen, bis zum Tode auf zwei oder drei Zeugen hin. Amira, ja, also wie ist das denn im Islam? Wie ist das im Islam? Also du hast jetzt das Judentum erwähnt. Wie ist das denn bei euch Sunniten denn? Wie ist das denn bei euch Sunniten? Erklär mal. Ich bin nicht fertig. Du stellst mir gerade eine Frage. Ja, wie ist das denn bei euch? Werden dann auch Leute für Unzucht umgebracht? Ich habe nicht weiter erzählt. Hattest du nicht letztens eine Dame bei dir? Was passiert denn im Islam, wenn man... Hattest du nicht letztens Unzucht mit einer Dame? Mein Lieber, halt mal die Klappe. Was passiert mit Leuten im Islam, die... Hast du nicht letztens eine bei dir gehabt? Begehen? Zu Hause? Hallo, du peinlicher Freak. Hallo, du peinlicher Freak, der nur Scheiße über mich erzählt. Hast du nicht letztens Unzucht mit einer gehabt? Guck mal, was der macht, dieser Trottel. Guck mal, was der macht. Was für ein widerwärtiger Mensch. Guck mal, was der macht. Ein Tag vor ihrer Bekehrung. Guck mal, was der macht. Guck dir das mal an, was der Typ macht. Dass er dich nicht verleitet. Soll ich die Aufnahme zeigen? Das ist so peinlich, das ist ja, so das einfach ist und so widerwärtig. Das ist peinlich. Amir, Reza, was müssen wir ihn jetzt umbringen oder was müssen wir jetzt machen? Müssen wir ihn jetzt umbringen? Würdest du deinen Bruder umbringen, wenn er uns auch begeht? Den Unterschied zwischen Judentum und Christentum. Und du, was willst du umbringen? Was hat Jesus höchstpersönlich gesagt? Ich bin nicht gekommen, um das Prophetentum oder die Gesetze aufzuheben, das Gesetz. Ich bin gekommen, um es zu erfüllen. Wieso widerspricht ihr Jesus? Gab es sich einen neuen Bund, lieber Joker? Gab es sich einen neuen Bund laut Römer Kapitel 7, Vers 1 bis 6, mein lieber Joker? Lies mal Römer 7, hast du nicht geschafft, bis zum Ende zu lesen. Lies mal Alte Testament an, aber bemerke nicht, dass deine eigene Religion solche Clowns tötet. Das ist unglaublich. Leute, das interessiert ihn doch gar nicht. Das weiß er doch. Der ist doch verrückt, den hat er gar nicht. Ich kenne Römer 7 besser als du. Ehrlich, das habe ich schon einmal. Alles klar. Wir lesen Römer 7. Oder André. Wir lesen Römer 7. Frag ihn mal bitte die Fragen jetzt, bitte, weil du wolltest ihn ja auch was fragen. Wie der über mich so Dreck erzählt, das ist unglaublich. Joker, wer hat das eigentlich so vorne geschickt? Ich möchte Römer 7 lesen. Joker, lass ich lese jetzt Römer 7. Stopp. Warte mal, ich möchte Römer 7 lesen. Joker, jetzt hör doch mal auf mit diesen Spielchen. Lass mal Tacheles reden. Joker, Leute, ich gehe schlafen, ich habe keinen Bock mehr, das bringt nichts mehr. Gott segne euch alle, ihr Wundervollen. Ja. Gott segne euch. Ich muss auch raus. Ich gehe jetzt auch raus. Joker, wer hat dich nach vorne geschickt? Evangelist, mach keine Spiele, ich komme nie wieder. Mach keine Spiele. Joker, ja, dann ist es so. Erzähl uns doch mal, wer dich nach vorne geschickt hat. Ja, dann ist es so. Ich komme nie wieder. Erzähl doch mal, wie du deine Seele verkauft hast. Ich möchte Römer 7, den letzten Vers nur. Erzähl nur den letzten mal, wie du jetzt involviert worden bist. Ich möchte doch nur von Römer 7. Guck mal, es ist die Bibel. Joker, also was mehr Respekt. Ein bisschen mehr Respekt vor der Bibel. Guck mal, ein bisschen Respekt vor der Bibel. Ein bisschen Respekt vor der Bibel. Ich möchte den letzten Vers nur den letzten Vers. Wovor habt ihr Angst? Wovor habt ihr Angst? Ich möchte dann lesen und dann kommen wir dazu. Lest und dann danach. Okay, guck ganz einfach. Es ist doch nichts Schlimmes, Digga. Ihr habt doch selber erwähnt, Römer 7. Hier. Letzter Vers. Gott sei Dank ist der weg, Alter. Hier. Ich lese jetzt das, was ihr wolltet. Römer 7, allerletzter Vers. Was steht hier? Klipp und klar. Das sagt Paulus, liebe Freunde. Dank sei Gott durch Jesus Christus, unserem Herrn. So diene ich nun mit dem Verstand, dem Gesetz Gottes, aber mit dem Fleisch, dem Gesetz der Sünde. Ihr müsst euch an das Gesetz halten, liebe Freunde. Ihr müsst das Kapitel beobachten. Der will ein Vers nach dem anderen und will uns packen. Gesetz Christi und dem Gesetz Mose. Kennst du den Unterschied? Ich kenne den Unterschied. Und du hast Römer 7 anscheinend nicht gelesen. Was steht hier jetzt? Was habe ich gerade gelesen? Joker, ich habe dir doch gesagt, lies doch mal wenigstens einmal die Bibel, damit du nicht von null Ahnung zu Leuten hinkommst und dir das versuchst zu erklären, wo du okay, auch du willst verstehst. Neues Testament, ich komme mit neuem. Okay, du willst Neues Testament? Mit welchen Versen, die er nicht versteht. Okay, du willst Neues Testament, richtig? Joker, lies doch mal einmal. Ich rede nur noch vom Neuen Testament. Ich rede. Nicht den ernst nehmen kann. Du hast doch gar keine Ahnung von den Querverweisen, was ein Vers zu dem anderen Vers sagt.
Okay, ich frage dich, du erklärst es mir dann, okay? Weil ich habe ja keine Ahnung, du erklärst mir das. Ich habe es dir schon erklärt, aber du verstehst das nicht und du kannst das nicht behalten. Ich habe noch nie vom Neuen Testament vorgelesen. Guck mal. Wir gucken mal. Joker, Matthäus, Coach, das was? Du weißt Matthäus doch, was Evangelium? Das heißt. Wie lange willst du das jetzt noch durchziehen? Digga, frag nicht immer dieselbe Frage. Du kannst auch. Wir haben dich doch schon längst entlarvt. Ja, okay, mehr schön für dich. Jetzt pack dir einen Kuchen mit Kacke und iss ihn. So, also, was deine Frage mit Unzucht betrifft, natürlich im neuen Bund der Gnade, weil wir alle unter Gnade stehen und nicht mehr unter Gesetz, haben wir Gemeindezucht, dass wenn einer zum Beispiel in der Unzucht verharrt und sich nicht ermahnen lässt und damit nicht aufhört, dass er von der Gemeinde ausgeschlossen wird, dass die Brüder ihn meiden müssen. Und zwar, das steht in 1. Korinther Kapitel 5, Vers 11. Okay, ich frage nur noch eine Sache, dann nerv ich euch nicht mehr, dann gehe ich sogar. Aber hast du es verstanden? Habe ich verstanden, danke. So, ich frage euch eine Sache. Mal gucken, wie ihr darauf antwortet. Ja, warte mal, du hast doch jetzt gelesen, jetzt fragen wir dich. Erzähl doch mal, seit wann bist du involviert? Erzähl mal, seit wann bist du involviert? Seit wann bist du drin? Wo? Bei eurer Sekte? Ich bin immer noch nicht drin. Wann nehmt ihr mich auf? Hör mal auf, jetzt abzulenken. Erzähl mal jetzt, wie lange Evangelist, du bei den Freimaurern bist. Wollt, Joker, ihr nicht, lange, Joker, wollt ihr nicht mich als Bruder? Joker, wie lange bist du bei den Freimaurern? Wollt ihr mich nicht als Bruder haben? Hör auf, so Müll zu erzählen. Erzähl mal jetzt. Willst du mich als Bruder, als Verbündeten, ja oder nein? Nicht ablenken, Joker. Wieder die ganze Zeit ablenkt. Guck mal. Was soll ich darauf antworten? Denkst du, mal ehrlich, Joker, wie lange bist du involviert? Sag doch einfach, die 700 Zuschauer raffen so, die verstehen das nicht. Sag doch mal, seit wann bist du involviert? Seit wann bist du drin? Evangelist, was erwartest du für eine Antwort? Ist das dein Ernst? Du weißt doch, was Sache ist, Joker. Ist das dein Ernst? Guck mal, es gibt nur eine Sekte, wo ich rein will und das ist eure. Fertig. Ey, merkst du das gar nicht? Hör doch auf, erzähl doch jetzt mal von diesen Rituale. Erzähl mal von diesen Blutopferrituale. Bruder. Erzähl mal von diesen Opferritualen. Bruder, guck mal. Wollt ihr nicht so einen starken Verbündeten wie mich? Ich will in eure Sekte, nehmt mich Joker, auf. Joker, erzähl mal von diesem Blutopferritual. Die Leute raffen das nicht, die verstehen das nicht. Erzähl doch mal uns was ein bisschen. Ich kann dir vom Brandopferritual erzählen. Ich hab doch ein Auge gegessen da. Erzähl mal. Okay, ich erzähl dir vom Brandopferritual, wenn du hören möchtest. Egal, das bringt nichts. Oder wo? Das bringt nichts. Der redet nicht. Aus der Bibel. Brandopferritual. Bruder, aus dem kriegst du nichts raus. So, ich muss auch jetzt langsam schlafen. Ich muss eine Frage nur noch, Reza, danach gehe ich auch. Eine Frage nur. Eine Frage. Okay? Versprochen. Nein, versprochen, danach gehe ich. Ich will auch nicht mehr. Guck, meine Frage ist folgende. Wie kann es sein, dass Jesus aus drei Richtungen, und das ist kein Spaß, ich erkläre dir wie. Wie kann es sein, dass Jesus aus ganzen drei Richtungen aus Unzucht entstanden ist und aus zwei Richtungen ein Inzestkind ist. Wie geht das? Weil der Herr Jesus sich mit den Sündern eins macht. Er liebt die Menschen so sehr, dass er sich mit den Menschen eins macht. Also er nimmt sich, platziert sich in eine Inzestfamilie rein. Zum Beispiel Lot hat ja seine eigenen Töchter geschwängert. Wir wissen, Lot ist ein Vorfahre von Jesus. Was macht Jesus? Er platziert sich in diese Familie rein als Nachfahre. Ja, weil er sich mit allen Sündern identifiziert. Amnon gilt als direkter Vorfahre von Jesus. So wie ein liebender Vater, obwohl das Kind schlimme Sachen tut, der Vater liebt das Kind trotzdem. Und warte mal, ganz kurz, hier schreiben Leute, das stimmt nicht. Kannst du eben bestätigen, dass das stimmt? Weil Leute schreiben, das stimmt nicht. Ist egal, ich weiß aber, worauf du hinaus willst, dass zum Beispiel in der Genealogie des Herrn Jesus Christus auch Sünder sind. Zum Beispiel David. Richtig. David war ja ein Sünder. Richtig. Der hat ja die Frau. Eure Leute wissen nicht Bescheid. Sie sagen, genommen und den Mann getötet. Ja, der war ein Sünder, wie wir alle. Aber der Herr Jesus liebt alle Sünder und macht sich gleich mit allen Sündern. Okay. Amnon, der König von David, gilt als direkter Vorfahre von Jesus. Ja. Wie kann es sein, dass er seine eigene Schwester vergewaltigt und Jesus jetzt. Du meinst seine Kinder. Du meinst Amnon hat mit Tamal seine Schwester. Ja. Ja. Kennst du die Geschichte nicht? Ja, natürlich kenne ich das. Ja, also, wo ist das Problem? Amnon hat seine eigene Schwester vergewaltigt. Ja, natürlich, der Mensch ist zu allen Sünden fähig. Ja, siehst du? Also, und meine Frage, wie kann sich Jesus jetzt, wie kann Gott sich selber in so eine Inzestfamilie packen? Weil Gott die Menschen alle liebt, alle Sünder und sich mit ihnen identifiziert. Aber dann packt er sich doch nicht in eine Inzestfamilie rein. Es geht nicht um Inzest. Der Herr Jesus liebt alle Menschen, alle Sünder.
Also auch die Inzestsünder. Alle Sünder. Jeder kann zum Herrn Jesus kommen und Buße tun, umkehren und errettet werden. Wir hatten ja das Thema gerade eben mit Unzucht, also unehelicher Sex. Alle drei hatten unehelichen Sex. Amnon hatte ohne Heirat mit seiner Schwester. Lot hat seine beiden Töchter nicht geheiratet. Das sind Vorfahren von Jesus. Ja. Und Judas. Und Judas hat seine Schwiegertochter. So, das sind alle drei Jesus Vorfahren. Und alle drei haben... Ich zum zehnten Mal. Nein, warte. Ich frage was anderes. Sie haben ja Unzucht begangen. Das Urteil für Unzucht ist die Todesstrafe. Warum wurden sie nicht getötet? Da wurde eben David, weil er selber König war. Wer will ihn denn töten? Der war ja schon selber König. Wieso wurde Lot nicht getötet? Weil Lot und seine Töchter eben alleine waren und da gab es noch keinen Gottesstaat, da gab es noch kein Israel. Wieso wurde Amnon nicht getötet? Weil der Vater seinen Sohn sehr geliebt hat. Und obwohl er ein Sünder war, hat er ihm trotzdem Gnade erwiesen. Ist Jesus für alle Sünden gestorben? Ja. Für alle? Ja. Bist du sicher? Ja, außer wenn man dem Heiligen Geist lästert. Also ist er nicht für alle Sünden gestorben? Es gibt immer eine Ausnahme. Nicht nur eine, es gibt noch ein paar mehr. Nee. Doch. Nein. Okay, ich bin Christ, ich konvertiere morgen. Ja. Bin ich nicht von der Gnade abgefallen? Haben wir doch geredet. Bist du abgefallen? Also gibt es mehr Ausnahmen, siehst du? Und jetzt bin ich raus. Ich liebe euch. Resa, danke für deine Frage. Geh einfach. Joker, warum gibt es einen Tod? Hey, warte mal ganz kurz, Joker. Ich wünsche auf jeden Fall Gottes Segen. Guten Abend. Warum gibst du uns einen Schmatzer? Was soll das? Stehst du auf Männer? Ist deine Männerliebe? Ich stehe auf dich. Und jetzt? Oh, Bruder Danny. Guck, der findet das doch geil, Digga. Resa, der hat ja einen Schmatzer. Hast du sein Gesicht gesehen? Hast du sein Gesicht gesehen? Resa. Ja. Habt ihr gesehen? Sein Gesicht, er macht schon so, oh ja, Joker, oh mein Jesus. Er war schon geil, Digga. Komm, ihr lacht, wie süß. Evangelist. Oh, Evangelist. Mit so einem Geist wirst du die Bibel nie verstehen. Bleib so, wie du bist, Evangelist, und tu mir einen Gefallen. Kick mich nicht nochmal, weil sonst rede ich nicht mehr mit dir. Resa, ja, danke für deine Zeit. Johan. Resa, danke für deine Zeit, wirklich. Johan, sorry, dass wir nicht geredet haben. Den anderen kenne ich nicht. Euch auch. Ciao. Danke. Ehrlich jetzt. Danke. Macht's gut. Wir sehen uns. Ja. So, ihr Lieben. Für mich ist das auch nicht, aber total durch. Der gibt dir einfach. Also, wie gesagt, es ist sehr, sehr wichtig, dass wir verstehen, dass der Herr Jesus eben alle Sünder liebt und sich deswegen mit den Sündern identifiziert. Und er ist sich nicht zu schade, die Menschen, seine Menschheit, die er erschaffen hat, so zu lieben, dass er sich auch mit ihnen eins macht, mit jeder Art von Sünder. Darin zeigt uns eben die Größe Gottes, der eben sich so sehr erniedrigen kann, auf die Stufe der Menschen herabkommen kann und auf Augenhöhe mit uns begegnen kann. Und das ist unglaublich, das werden wir in Ewigkeit nicht verstehen, wie so ein großer Gott sowas tun kann. Aber die Liebe macht es möglich. Muss man das verstehen. Aus der Liebesperspektive heraus. So, ihr Lieben. Da wollte noch jemand eine Frage stellen, Resa, aber sonst, wenn du nicht willst, noch 8 Minuten, dann ist okay. Da wollte noch jemand ganz kurz rein, wegen einer Frage, wegen Judas. Wenn du möchtest, wenn du noch 8 Minuten Zeit hast, ja? Ja. Ich glaube, das war er hier. Hab ihn jetzt angenommen. Weil ich glaube, ist drin, ne? Ist der denn drin? Geschwister, seht ihr das? Also ich sehe ihn nicht. Ich sehe ihn auch nicht. Ja, keine Ahnung. Gut, das sind so zwei Anfragen. Ja, wirklich. Ich bin wirklich sehr, sehr müde. Ja, alles gut. Ja, gut, dann gute Nacht, Resa, ja? Gute Nacht, Resa. Gute Nacht, ihr Lieben. Dem Herrn Jesus anbefohlen. Bitte betet auch für Joker. Ich weiß nicht, ob es für ihn zu spät ist oder nicht, aber ist egal. Ja. Das Gebet kann ich haben. Bis bald. Bis bald. Beten kann ich schauen.
Und deswegen dann dir, Reza, gute Nacht. Aber die Leute sollten verstehen, dass der Herr keinen Unterschied macht bei den Sünden. Ja. Ja.